Ein Forschungsteam hat direkt in unserer Nachbarschaft einen erdähnlichen Planeten entdeckt, der tatsächlich Außerirdische beheimaten könnte. Er löst damit die Planeten im TRAPPIST-System als nächste Exoplaneten mit der Chance auf Leben ab. Und er nähert sich uns sogar und wird bald näher als Proxima Centauri sein. Wie ist die Lage auf Ross 128b? Jetzt in Klicks und Science and Fiction. Herzlich willkommen. Als ich diese Meldung entdeckt habe, da machte es bei mir Pling. Da war doch was? Am 12. Mai diesen Jahres wurden sehr seltsame Signale auf der Erde empfangen. Sie stammten vom Zwergstern Ross 128. Das Arecibo-Radioteleskop in Puerto Rico empfing Signale, die, Zitat, aus Breitbandpulsen, die nicht polarisiert waren und sich quasi periodisch wiederholten, bestanden. So Abel Mendez vom Arecibo-Radioteleskop. Aber was ist das für ein Signal? Sofort sprechen alle über Aliens und außerirdische Signale. Doch auch wenn das selbst den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern sofort durch den Kopf schießt, zuerst gibt es zahlreiche andere Möglichkeiten. Das wären zum Beispiel Flares, also Strahlungsausbrüche des Sterns. Allerdings wären die Frequenzen viel niedriger. Und die Streuung der Signale passt nicht. Möglichkeit 2, eine falsche Zuordnung der Signale. Aber es gibt keine Objekte in Richtung von Ross 128, also auch nichts. Störimpulse von Satelliten, allerdings geben die nicht solche Signale ab. Also auch Pustekuchen. Tja, also doch Signale von Außerirdischen? Zitat, wir haben hier ein Mysterium, jede der drei Erklärungen ist im Moment so gut oder schlecht wie jede andere, das sagt Mendez. Aber so Mendez, das heißt noch lange nicht, dass es ein Alien-Signal sein muss. Und auch Seth Shostak vom SETI-Projekt, das sind die, die nach außerirdischen Signalen suchen, hält erstmal den Ball flach, keine Bestätigung. Es gibt noch zahlreiche andere Möglichkeiten und bis heute wurde keine wirkliche Erklärung gefunden. Zwar wird eher eine Störung durch Satelliten vermutet, aber eigentlich passt das eben auch nicht. Und jetzt ist etwas passiert, dass diese Entdeckung in einem vollkommen anderen Licht erscheinen lässt. Der Zwergstern Ross 128 wird von einem erdähnlichen Planeten genau in der Zone umkreist, der habitablen, wir kennen sie, in der Leben möglich ist. Und er ist uns relativ nah. 11 Lichtjahre ist das System mit dem Exoplaneten Ross 128b entfernt. Und auch Ross 128b umkreist einen roten Zwerg, der für seine Strahlungsausbrüche bekannt ist und Leben auf Proxima Centauri b wahrscheinlich unmöglich macht. Das ist mit 4 Lichtjahren Entfernung der nächste Exoplanet zur Zeit. Aber Ross 128 ist ein ruhiger roter Zwerg, der Leben in seinem Orbit ermöglichen würde. Jetzt rückt der Exoplanet in den Fokus der Forschungsteams weltweit. Die Entfernung zum roten Zwerg lässt Temperaturen von minus 60 bis plus 20 Grad vermuten und die Strahlung ist dort nur 1,38 mal so hoch wie hier auf der Erde, obwohl der Planet 20 mal näher um seinen Stern kreist. Der rote Zwerg ist nämlich deutlich kälter als die Sonne, was damit trotz der Nähe Leben auf Ross 128b ermöglichen würde. Er ist ein sanfter roter Zwerg. Ross 128b braucht übrigens nur rund 10 Tage, um seinen Stern zu kreisen. Falls es dort Jahreszeiten gäbe, wären sie gerade mal 2,5 Tage lang. Naja, Wetter wird dort wohl etwas anders sein als hier auf der Erde. Aber jetzt kommt noch ein Hammer. Ross 128 ist auf dem Weg zu uns. In für astronomische Zeiträume extrem kurzer Zeit wird er schon unser nächster Nachbar sein. In knapp 80.000 Jahren ist es soweit. Jetzt heißt es warten. Aber nicht 80.000 Jahre, sondern nur noch 1,5 Jahre. Dann wird nämlich das James Webb Weltraumteleskop ins All geflogen. Und mit diesem revolutionären Teleskop können Biomarker gefunden werden. Also Anzeichen für Leben. Wenn es vielleicht auch schon früher Neues zu dieser Entdeckung gibt und vielleicht auch zu den seltsamen Signalen von dort, dann erfahrt das natürlich hier. Drückt mir dazu hier ein Abo aufs Auge und vergesst nicht den genau auf die Glocke, denn nur dann werdet ihr über neue Videos informiert. Hier geht es weiter mit dem Video Signale von Außerirdischen empfangen. Draufklicken, wenn ihr mehr über die seltsamen Signale von Ross 128 erfahren wollt. Ansonsten, bis dann. Bleibt dran.